In diesem Video zeigen wir dir, wie du beim Huawei P Smart 2019 das Display tauscht. Bitte schalte dein P Smart aus, bevor du mit der Reparatur loslegst. Gleich zu Beginn entfernst du sicherheitshalber den SIM-Schlitten. Nun fährst du vorsichtig mit flachen Hilfsmitteln an den Seitenrändern entlang. Dabei kannst du dir ruhig etwas Zeit lassen, damit du den Plastikrahmen nicht beschädigst. Jetzt entfernst du eine Schutzfolie und löst die Fingerabdrucksensor-Flex-Verbindung. Danach entfernst du die drei markierten Kreuzschrauben. Unmittelbar danach kannst du die Metallabdeckung ausbauen. Nun ist es wichtig, dass du als erstes die Akku-Flex-Verbindung löst, damit kein Strom mehr fließt. Daraufhin kannst du auch die beiden anderen Flexkabel lösen. Jetzt nimmst du den Akku heraus. Wie du siehst, geht das relativ unkompliziert. Du nimmst einen Föhn, der sich bis 60 Grad erhitzen lässt, und erwärmst vorsichtig das Display. Nun legst du den Präzisionssaugnapf an und verwendest wieder flache Hilfsmittel, um diesmal zwischen Display und Rahmen entlang zu fahren. Gegebenenfalls musst du zwischendurch öfters föhnen. Schließlich löst du die Display-Flex-Verbindung und nimmst das Display ab. Mit etwas Flüssigkleber oder der passenden Klebefolie befestigst du das neue Display. Für den Einbau des Akkus sollten die Klebereste ausreichen. Falls nicht, kannst du mit doppelseitigem Klebeband nachhelfen. Wenn du den Akku eingelegt hast, verbinde ihn erstmal noch nicht. Zuerst sind die beiden anderen Flexverbindungen dran und abschließend dann die Akku-Flexverbindung. Schließlich legst du die Metallabdeckung ein und schraubst sie fest. Danach verbindest du die Fingerabdrucksensor-Flexverbindung und setzt die beiden Teile zusammen. Schön, dass wir zusammen repariert haben. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal. Ersatzteile und Reparateure findest du auf kaputt.de.